Die BLS, einer der größten Mobilitätsanbieter der Schweiz. Mit einem Streckennetz von über 400 Kilometern. Wir verbinden Regionen von Moutier bis Visp und von Neuenburg bis Interlaken. Was wir tun, ist wichtig. Für den Kanton Bern und darüber hinaus. Wir von der Abteilung Bau und Unterhalt sorgen dafür, dass alle Anlagen sicher funktionieren und immer auf dem neuesten Stand sind. Dazu braucht es manchmal auch Nachteinsätze, wie hier in Kehrsatz. Wir erneuern hier die Fahrleitung. Es hat schon gewisse Gefahr, aber solange man die Sicherheitsregeln beachtet und konsequent anwendet, kann eigentlich nicht viel passieren. Wenn man denkt, dass man eben 15'000 Volt auf diesen Fahrleitungen hat oder Übertragungsleitungen, ist es sicher sehr wichtig, dass man gut miteinander kommunizieren kann und dass jeder weiss, wo das ausgeschaltet und geerdet ist, dass man weiss, wo man arbeiten darf, wo nicht. Es ist eigentlich kein Tag oder keine Nacht gleich. Ein cooler Job. Also ich finde, Frauen können das durchaus auch machen, weil wenn sich Frauen eigentlich bei Männern wohlfühlen, sie sind super, sie sind umgänglich. Szenenwechsel. Südrampe bei Mund im Wallis. Meine Arbeit bei der BLS ist der Unterhalt hier von den Schutzwäldern, dass die Wälder intakt bleiben und dass durch das der ganze Hang oberhalb von der Bahnlinie eigentlich sicherer ist. Innen in der Schlucht ist der ILAS und da sind immer wieder Steine drin. Da muss man regelmäßig mit dem Stab die Gitter putzen, dass das Wasser einfach flott reinkommt. Und nachher hier haben wir zwei so Absetzbecken, die tun ich auch auf mit der Kurbel, dass die Sand ausspielen kann und wieder zieht. Dann tut das Wasser wieder stauen und fließt nachher schön der Sohn entlang raus. Wir haben im Gebiet verteilt überall Reservoirs, wo wir das Wasser reinleiten von der Sohn. Und von uns haben wir ein grosses Berieselungssystem, wo man unter Umständen entstopfen muss. Mit einem kleinen Draht kann man reinstipfen. Und nachher spielt man immer den Endhahn spielen. Vom Wallis ins Emmental. Hier in Grünenmatt baut die BLS AG den Bahnhof komplett um und das Team von Bau und Unterhalt modernisiert sämtliche Gleisanlagen. Wir sind hier am Weichen einbauen. Es sind Gleise rausgerissen worden, ist alles neu eingekoffert worden, eingeschottert und jetzt tun wir die neuen Gleise wieder rein und die neuen Weichen. Vom Emmental über den Thunersee Richtung Süden. Hier befindet sich der Lötschberg-Basistunnel. Auch im sichersten Tunnel der Welt muss einmal der Pikettdienst einrücken. Ich bin hier zu weit gekommen und habe gemerkt, dass gerade im Zungenprüfer 8 ein Problem ist. Nachher ist mir das Teil aufgefallen, das hier gebrochen ist. Und jetzt habe ich meinen Kollegen angerufen, wo man jetzt so ein Ersatzteil bringt. Das ist aber schon noch wichtig bei unserer Abteilung. Ja, man ist manchmal auch angewiesen auf einen Kollegen, der einem helfen kann und nicht alles alleine. Bau und Unterhalt bietet Jobs auf dem ganzen Streckennetz der BLS AG. Jobs, die ihnen viele Vorteile bringen. Bei der BLS zu arbeiten hat für mich ein paar ganz schöne Seiten. Die guten und flexiblen Anstellungsbedingungen. Ferien kann man zukaufen. Und natürlich gibt es das GA gratis. Das ist natürlich auch immer ein Pluspunkt. Ja, viele fragen sich sicher auch wegen der Lohnzahlungen. Und das passt immer tipptopp. Ich finde BLS ganz sicher ein sozialer Arbeitgeber. Dass Weiterbildungen gefördert und unterstützt werden. Die Nachtzuschläge, die wir haben, Wochenendzuschläge. Ich bin jetzt 16 Jahre dabei. Und ich würde gerne bleiben bis zur Pension. Das ist ein ganz cooler Betrieb. Ja, es ist natürlich nicht immer alles planbar. Man muss sich einfach gewohnt sein, draußen zu arbeiten. Und dann ist das ein cooler Job. Ja.
Ich meine, hier in diesem Tunnel kommt nicht jeder rein. Wenn du im Büro hockst, erlebst du das nicht. Das ist ja so. Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt. Offene Stellen finden Sie auf bls.ch.